Ja, da ist eine weitere Yoruga-Wurzel, wie ich sehe. Was war das? Halt. Ach so, alle auswählen. Ich dachte schon, das wäre eine Pflanze. Eine Pflanze namens alles auswählen. Oder alle auswählen. Dieses nenne ich mal einen seltsamen Namen für eine Pflanze. Sanyasala Feyama. Honk von Honkheim ist auch eine gute Pflanze. So, oh, da, Bleichmohn. Entschuldigung für meine Sucht nach Pflücken reinster Kräuterlichkeiten. Ich bin ja schon fast selber eine kleine Elfe. Ich habe zumindest solche Haare, wie ihr seht. Mein Name ist Honkaliel Goldenglanzhaar. Honkaliel. Schnellreisepunkt Feenkreis freigeschaltet. Da unten ist das komische Flunsal-Ding wieder. Fee. Huhu. Vielleicht, wenn ich immer wieder hinrenne, teleportiert sich das Ding irgendwann in diesen komischen Kreis da rein. Wer weiß, der Feenkreis. Na denn. Ja, vielleicht, wenn ich immer von der Seite rangehe, so dass es zum Feenkreis, also dass ich so in Gegenrichtung zum Feenkreis stehe, vielleicht teleportiert sich dann die Fey in den Kreis. So, wo ist denn jetzt? Ach, da. Alter, war das laut. Irgendwelches Vogelgeflatter. Weiß nicht, ob ihr das jetzt hören konntet. Jetzt ist sie garantiert wieder da drüben irgendwo. Alter, hört mal auf, hier rumzuflattern. Ich hab zu tun. So, wo ist denn jetzt das komische Viech? Da ist es. Sanyasala. Ich bin ein kleines Lama. Was? Moment. So, wo ist das Ding jetzt? Nur nicht reinrennen, ohne zu wissen, was. Ah ja. Okay. Jetzt ist er wieder da. Ich glaube, ich werde das nicht rausfinden, wie das funktioniert, weil ich habe für solche Dinge einfach kein Talent. Nö. Ich gebe es ja wenigstens zu. Jetzt wird es wieder da unten im... Ah, es ist wieder im Tal, das Ding. So, warte mal. Vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Wenn ich von der Seite rangehe, was ist dann? Moin. Und wenn ich von der Seite rangehe, vielleicht hat es auch gar keine Bewandtnis mit, von welcher Seite ich komme. Vielleicht muss man es nur einfach oft genug machen und dann ergibt sich das Ganze. Ist wieder unten im Tal, guck dir das an. So, jetzt kommen wir mal von der Seite. Jetzt ist sie wieder da oben. Ich werde mal von oben vom Feenkreis aus kommen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wie soll man das auch rausfinden? Also ich könnte jetzt in die Wiki gucken, ne? Hey, hey, Wiki.
kann jetzt auch nicht hergehen und irgendwen wohin stellen. Wüsste ich zumindest nicht. So, das Ding teleportiert sich immer an die gleichen Stellen. Okay, letztes Mal war es hier. Kommen wir mal wieder aus der Nähe, aus der Richtung vom Feenkreis. Vielleicht funktioniert das dann ja. Ja, jetzt müsste es eigentlich wieder da oben sein, oder? Aha. Moment. So, Feenkreis, Kopienkreis, Trophäenkreis. So, nö. Jetzt ist es da unten. Nee, ich verstehe es nicht. Und gucke da, ne? Also ich habe es versucht, aus der Richtung, aus der Gegenrichtung vom Feenkreis das Ding in den Feenkreis zu treiben. Also ich sehe jetzt keine Gesetzmäßigkeit. Ihr könnt ja mal, falls ihr die Folge seht, bevor ich drauf komme, könnt ihr ja mal gucken, ob ich das, ob ihr da irgendwas rausfinden könnt. Aber ich habe jetzt erstmal, upsie, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll. Wir machen uns erstmal auf die Suche nach den Ruinen. Wir rennen noch einmal gegen die Fee, weil sie gerade hier unten ist. Ja, jetzt ist sie wieder da drüben. Okay, alles klar. Irgendwann werden wir auch rausfinden, wie das funktioniert. Und dann, dann bringen wir das Viech auch heim. So, da haben wir noch ein Belmard-Blatt. Warum wird es nicht angezeigt? Keine Ahnung. Vielleicht, weil unsere Sanyasala nicht nah genug dran war. Keine Ahnung, Sanyasala nicht dran war da. So. Kommt mal noch mal ein bisschen rum. Wir können das hier mal alles erkunden. Da ist noch, glaube ich, was zum Pflücken. Komischerweise wird das nicht angezeigt. Das ist komisch. Alter Honk, ne? Der alte Honk mal wieder. Vielleicht können wir auch von einer Sanyasala erfahren, was es mit der Fee auf sich hat. Also, warte mal, im Questbuch steht nichts mit einer Fee, ne? Ja, nö. Ich glaube, wir sind hier komplett an der falschen Ecke. Kann das sein? Belmard ist schon kaputt. Konnte man da hinten durch? Lass mich mal schauen. Nö, das sieht nicht danach aus. Das sieht aus, als wäre dort abgesperrt. So. Wir sind wieder en route zum Feenkreis. Ich glaube nicht, dass wir hier gute Chancen haben, irgendwas geschießen zu kriegen. So, nö, darunter kann man nicht. Ja, nö, dann heißt das wohl, diese Ecke hier hinten ist für uns nicht weiter förderlich. Also da geht's lang und da geht's auch noch mal lang. Also sind wir auf dem falschen Abzweiger. Ha! Das ist ja mal ein Spaß für die ganze Familie. Diese Hirsche, ey. Hirsch. Hallo Fee. Was willst du von uns? Sprich. Und da unten ist sie wieder. Nee, also den Spaß verstehe ich nicht. Tja. Solche Questen mag ich überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, hasse ich, aber nee, ich mag sie ganz einfach nicht. Questen, die einem sogar keinen Clou geben. Ich glaube, es wird auch noch ein lustiges Rätsel geben in den Ruinen, die wir jetzt bald aufsuchen werden. Da gibt es auch noch ein lustiges Rätsel, wenn ich mich daran erinnere, mit irgendwelchen Barren.
wo ich letztes Mal tatsächlich mir Hilfe von anderen holen musste, weil es sich einfach überhaupt nicht durch... ja gut, es wäre wohl irgendwie rechnerisch möglich gewesen, dieses Rätsel zu lösen, aber auf der anderen Seite... So. Ja, da sind wir da. So, ich glaube... Nö. Also auf diesem Abzweiger hier kommen wir da nicht hin, wo ich hin will. So, wo ist denn die Brücke dahin? Die... Nee, jetzt sehe ich sie gerade nicht. Sie müsste auf der anderen Seite sein. Morgen Chanelia Pfeilklang. Ich habe gesehen, mit wem du hier bist. Was tun Mensch und Zwerg in diesen Wäldern? Schätze suchen? Nö, rumlaufen und mit Elfen quatschen. Möchtest du etwas mit mir tauschen? Wenn du möchtest. Bogensehne und Äpfel. Haben wir Äpfel dabei? Für eine Bogensehne gebe ich dir gerne 5 Äpfel. Wenn du möchtest. Aha. Okay, also sie will Äpfel. Ich habe alles, was ich brauche. Obwohl, Mandava und Lelindor horten gerade Äpfel und Nüsse für den Winter und geben kaum etwas ab. Willst du eine Bogensehne haben? Guten Appetit noch. Sanyabar, Fremde. Ja, ja. Kannst du mir eine Frage beantworten? Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Was ist es denn? Elfen sprechen oft von Zerza und Nurdra. Was ist das? Nurdra ist Werden und Wachsen. Zerza ist Vernichten und Vergehen. Diese Gegensätze sind überall und in uns. Sie erhalten das Gleichgewicht der Welt, die sonst leer oder übervoll wäre. Das leuchtet mir ein und finde ich auch ganz cool. Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Wovon lebt ihr? Der Wald ernährt uns und wir nehmen nie mehr, als er uns geben kann. Nie erzwingen wir, nie jagen wir mit Magie. Wenn das Tier mir entkommt, so ist es nicht sein Los, uns als Nahrung zu dienen, sondern ebenso starke und schnelle Junge zu gebären. Dort kommt auch wieder gut, ja, gute Sache. Kannst du meine Frage beantworten? Das Leben mit den Menschen, nur wenige wissen von uns und noch weniger trauen sich in diese Wälder. Mitunter tauschen wir manches mit ihnen, so wie uns begegnen. Doch meist halten wir Abstand von jenen, die das Gleichgewicht stören. Okay, Halt klar, tschüssi. Gut, also, die Brücke, ne? Die Brücke, die wir suchen. Müsste von da vorne abgehen. Und wo tut sie das? Ein Stockwerk höher. Aha, ein Stockwerk höher. Das ist interessant. Da gucken wir doch mal. So, jetzt mal noch mal schauen. Ja, nö. Es ist wieder genau die gleiche Scheuße, die ich letztes Mal hatte. Nämlich, dass ich den... ich glaube schon, dass ich es jetzt glaube. Weil ich muss zwischen den Bäumen durch. So. Das Ganze zusammenfassen. Hier gibt's keine beruhigenden Steine, an die man sich anlehnen kann. Nichts Deftiges zu mampfen. Und vor allem kein Bier. Wie halten die das bloß aus? Elfen mögen es nicht, sich in Steinhäuser zu verkriechen. Und von gegorenen Speisen und von Alkohol wird ihnen übel. Dann ist es ja kein Wunder, dass sie alle so traurig gucken. Mädel, Leute, genau das. Na du, friedlicher Dachs. Der ist aber nur so lange friedlich, wie er hier in der Gegend rumhängt. So, da haben wir nochmal mit den Elfen ein paar Sachen geklaut. Da läuft noch ein Sanyasala, Schrumpasala. Oh, da drüben ist die... Da hinten ist die Ruine, daran erinnere ich mich. Hier lief doch eben ein Sanyasala Schrumpasala herum. Wo ist er jetzt geblieben? Versteckst du dich hinter dem Baum, du Wicht?
So, also hier könnte es durchaus wieder feindlich werden. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal kurz einen Schnellspeicherstand. Dann mache ich eine Pause und dann bin ich jetzt wieder da. Sanyasala, Popasala, Sanyasala, Tatütata, die Feuerwehr ist wieder da und herzlich willkommen zurück immer in den Außenbezirken des lieben Elfenwaldes. Nö, so ganz lieb scheint es hier nicht mehr zu sein. Aber wir pflücken noch mal ein paar Kräuterlis, so der Honk, der nicht fehlt. Oh, hier sind morsche Knochen. Targats Tagebuch. Oh, ich glaube, das habe ich noch nie gefunden. Das ist ja mal geil. Stoffmantel. Hm? Interessant. Inventar ist voll. Hm. Na geil. Warte mal. Dann machen wir mal Folgendes. Komm mal her. Dann geben wir doch irgendwelche Dinge ab. Was haben wir denn hier alles? Eingebung. Ja, also das ist wahrscheinlich irgendeine Zutat zu irgendetwas. Ich habe keine Ahnung. Targats Tagebuch, das können wir doch mal lesen. 15. Prios 539 93 BF. Bin dem Ruf der Herrin gefolgt. Führt in einen Elfenwald. Verdammte Elfen. Muss ganz schön aufpassen, damit sie mich nicht abstechen. Werd mich aber nicht abhalten lassen von den Langohren. Ihre Stimme lockt gar zu süß. 19. Prios, bla bla bla. Steh kurz davor, den Schutz der Langohren zu knacken. Hab ein paar von ihnen brutzeln müssen. Hätten mich fast erwischt, bin aber schlauer und der Segen der Herrin Tagunitod ist mit mir. Was für ein blöder Name. Es ist geschafft, bin durch den Schutzkreis gekommen. Dahinter liegt das Heiligtum der Herrin Tagunitod, das ich von so weit weg gespürt habe. Ist nicht mehr so gut in Schuss. Vielleicht kann ich's noch ausbauen, damit die Elfen ein für alle Male vernichten. Der Herrin wird's gefallen. Bin einer Priesterin begegnet, dient der Löwenhure, legt eine verdammte Rechtschaffenheit an den Tag, wie diese Leute eben sind. Baue derweil eine Armee von Skeletten auf. Bald sind's genug, um die Langohren anzugreifen. Aber die Pfaffin geht vor. Vielleicht lässt sich da ja was einfädeln. Habe der Priesterin von dem Unheiligtum erzählt. War natürlich gleich Feuer und Flamme, das dumme Huhn. Will dem Unheiligtum den Chaos machen. Sie wollte eigentlich auf den Mond ihrer Göttin warten, die feige Sau. Aber ich hab gedrängt. Habe sie natürlich gewarnt. Aber sowas spornt diese Helden ja nur an. Werd sie begleiten und da unten eine kleine Überraschung bereithalten. Wird ihr blaues Wunder erleben, das Weib. Die Pfaffin ist tot. Hab sie von hinten erschlagen. Das mögen die Seelen der Löwenhure überhaupt nicht. Gar nicht. Habe alles getan, damit ihre Seele dort unten gefesselt ist. Jetzt gehe ich ihre Knochen und die verdammten heiligen Artefakte vergraben, damit sie dort unten verrottet. Sie wird den Ruf der dunklen Herrin schon spüren und bald, irgendwann, wird sie das Weib in die Niederhöllen reißen. Eine Seele mehr für die Herrin der Untoten. Hab die Knochen der Pfaffin verscherrt. Hab ein paar schöne Stellen gefunden. Unter den Häuptern der Könige sucht die keiner. Sind gut versteckt dort, wo ihr Kinn sich in den Boden drückt. Vielleicht brauche ich die Dinge ja selbst noch einmal. Die Knochen einer Geweihten in einem Ritual zu schänden, wird mich den Dienern Bell-Hahahas gewogen machen. Das verdammte Elfenpack. Sie rücken näher und meine Armee ist noch nicht bereit. Sie kommen zu früh. Egal, muss handeln, sonst schneiden sie mir den Wanst auf. Werde mein Versteck verlegen, damit sie mich nicht finden. Oh, interessant. So, dann komm. Ja. Dann halt mal. Dann soll er mal den Rest von dem Kram hier nehmen. So. Was habe ich da jetzt eigentlich alles gefunden? Lass mich mal schauen. Ist hier irgendwas, was ich vielleicht näher gebrauchen kann? Ah, guck mal hier. Hier ist was zum Anziehen. Aha. 5 Schadensresistenz. Nö, das bringt mal gar nichts. Ach, guck mal. Da können wir dem Herrn doch mal was Gutes tun. Dem Herrn Schnösel. Vielleicht sieht er darin noch... Oh, er sieht noch schnöseliger darin aus. Das ist geil. Es kann gar nicht schnöselig genug sein. So. Sie hat schon was Vernünftiges zum Anziehen. Alles klar. Ja. Ich gebe das ihm mal. Und das Intuitionselixier. Ich kann mit solchen Dingen immer nichts anfangen, Leute. Metal, Leute. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. So. Wir sind so weit von überladen.
Na? So, da ist noch ein Kräuterli, das werde ich pflücken.